Herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Sidokan Battle. Heute machen wir den Bosskampf gegen den neuen STR Rose Goku Black. Da er Extreme STR ist, habe ich mir gedacht, nach sehr, sehr langer Zeit packe ich mal das gute alte Super AGL Team aus. Allerdings ein bisschen geupdatet, jetzt mit dem ESA SSJ3 Goku drin, auf Level 140 mit SR15. Als auch mit einem neuen Supporter, den es mal beim Tournament gab. Ich war damals in dem Tournament in der Top 2000 oder Top 3000, habe den deswegen zweimal bekommen, habe ihn SR10 gemacht und den Dupe Path unten rechts freigeschalten, und zwar für den Baseform Vegetto, den ihr hier unten seht, den da hier. Und das Team hat jetzt zwei Supporter anstatt nur einen. Eigentlich hatte ich immer nur diesen Guan hier, der halt über seinen Passiv 25% gibt, über die Super Attack gibt er noch Bonus, und jetzt haben wir halt noch den da hier, der sogar, meine ich, 30% über den Passiv gibt und nochmal 20% über die Super Attack, also eine solide Unit. Und ja, spielen wir los. Der Gegner ist, wie gesagt, STR-Type in der finalen Runde, das heißt uns unterlegen, nur hier in der Starterphase, zum Glück nur in der Starterphase, hat er uns gegenüber Type-Vorteil. Ich habe ja voll Blödsinn gemacht. Eigentlich hätte ich den Super Vegetto auf die Position hier schieben müssen, damit er kontern kann. Allerdings linkt Super Vegetto mit Baseform Vegetto natürlich noch besser als wir. Allerdings haben wir es gerade sehr gut weggetankt und noch gecrittet. Das heißt, egal. Wir werden es wahrscheinlich auch noch in dieser Rotation schaffen. Super Vegetto war wahrscheinlich wohl damals die beliebteste Unit. So richtig der in den guten alten Tagen, der OG Super Vegetto. Ich spiele, wie gesagt, Super AGL immer noch sehr gerne. Wow, wir haben es echt geschafft in einer Rotation. Nicht schlecht. Ich mag den Super Vegetto sehr. Klar, er ist durch den physischen überrundet und der physische hat auch in meinen Augen viel bessere Super Attack Animationen. Aber er ist immer noch gut. Ich schieb mal. Ne, ich lass mal Vegeta da, der tankt nämlich besser. Jetzt haben wir hier unseren Pseudo LR Goku, sozusagen den ESA Goku. Der ist bei mir, wie gesagt, völlig fertig mit dem ESA. Und haben wir noch die Supporter Unit, den Gohan hier, der liegt natürlich gut mit dem Goku. Die Supporter lasse ich jetzt mal rausrotieren. Klar, wenn die eine Super Attack launchen würden, ist für diese Rotation der Damage Output höher. Ist aber hier nicht so wichtig, der Passiv-Buff reicht uns. Und wir kontern übrigens mit Vegeta. Wow, hatte ich jemals eine Konter von SSJ4 Vegeta oder von SSJ4 Goku in einem Video? Ich glaube nicht. Das war gerade ein Jubiläum. Cool. So, jetzt supern wir noch. Er ist jetzt auch AGL, das heißt, wir sind uns gleichgestellt. Also Rosé ist jetzt auch AGL. Seht ihr, ich habe ihn völlig fertig gemacht. Also den ESA Goku, und hier guter Damage Output. Ich mag diese Animation mit den Flammen und um den Damage herum. Könnten die eigentlich bei jedem LR oder Gottlieb einführen, um klarzustellen, dass es sich hier um Units der höheren Liga handelt. Finde ich cool. Okay, wir haben immer noch fast volles Leben nach so vielen Runden. Ja, der Goku hier. Der ist tatsächlich in meinen Augen viel besser als der Kaioken Blue Goku. Liegt daran, dass Kaioken Blue Goku, ich glaube, mit 40.000 oder 50.000 Damage skaliert wird, und dieser hier skaliert mit Prozenten. Und das ist natürlich mit der Zeit einfach mehr wert. Ihr seht, er hat einen Path für unten rechts, für oben links. Er ist SR10. Also sein Damage Output gleicht dem eines Gottleaders. Ich muss ihn aber leider rausrotieren lassen. Ich hoffe, ich kann ihn euch später nochmal zeigen. Aber falls ihr ihn auch habt, ich persönlich finde ihn deutlich besser als Kaioken Blue Goku, weil er durch den prozentualen oder durch die prozentuale Skalierung zu mehr Schaden kommen kann über die Zeit, weil die Teams werden immer stärker, es spielt sich auch alles in Prozenten ab, und Zahlen oder direkte absolute Zahlenwerte sind nicht mehr so beliebt. Klar, LR Broly und Mass Saiyan haben sowas noch halt im Passiv, aber dann halt auch 80.000 oder so. Also man kann es auch hochrechnen und man würde feststellen, dass der normale Blue Goku dem Kaioken Blue Goku überlegen ist. So, jetzt haben wir Type-Vorteil und ich hoffe, dass ich euch den Kaioken Goku, Blue Goku noch zeigen kann in diesem Video. Leider kommt der SSJ3 Goku hier nicht auf seine Kosten, und die Purples hebe ich mir auch auf für nächste Rotation. Na, wir tanken ab, also ab jetzt ist der Kampf quasi schon geschenkt, also wir werden ab jetzt alles richtig gut wegtanken. Der SSJ3 Goku, der ESA, tankt ja auch ziemlich gut seit dem ESA Awakening, also seit dem Extreme Awakening, The Awakening meine ich. Und wow, das war gerade der Lag des Todes bei mir. Hoffentlich laggt es im Video auch nicht so sehr an der Stelle. Und ja, die einzigen, die halt hier wirklich nicht viel einstecken können, sind die beiden Supporter. Oh, geil. Da kann ich mal den Super Vegetto hinschieben. Der kann sich jetzt aber richtig austoben. Das ist ja geil. Lange her, dass ich Konterattacken von dem gesehen habe. Wir sind alle schon diese Konterattacke vom physischen Super Vegetto gewöhnt. Die mit dem
mit dem Lightsword, wie auch immer das heißt, ja, dieses hier, ist schon echt lange her, dass wir das gesehen haben. Klar, wir quitten noch. Schaffen wir es nochmal? Nein. Also vom Bauchgefühl her ist diese Rotation auch schon wieder die letzte für diesen Kampf. Das heißt, in der nächsten Rotation zeige ich euch einfach mal den Blue Goku, auch wenn ich ihn wahrscheinlich eher rausrotieren lassen sollte. Lasse ich ihn dann mal drin, da wir den Kampf eigentlich schon so gut wie sicher gewonnen haben. Noch mit einem Crit fertig gemacht, geile Sache. Jetzt kommen wir zum finalen Part des Bosskampfes mit nur 8 Lebensbalken. Okay, einer weniger als Blue Vegetto. Nur wen lasse ich dafür jetzt rauszahlen? Wir linken dann die beiden Gokus miteinander. Ja, miserabel. Schande. Ja, okay, so geht's. Okay. Also wie gesagt, das, was ich hier gerade mache, ist jetzt nicht wirklich vorbildlich. Ich meine, das sind die 3 größten Damage-Dealer des Teams, aber eigentlich hätte ich den Blue Goku rausschmeißen müssen, weil er der schwächste von den 3 ist. Ich lasse ihn jetzt aber extra wegen euch mal drinne, damit ihr mal seht, wie er ungefähr skaliert. Das ist allerdings eine Rotation ohne Supporter. Also hätten wir einen Supporter in der Rotation, wäre der Damage nochmal 25-30% höher. Je nachdem, ob der Supporter eine Super-Attack macht, auch 50% bis 55% höher. Aber wie viel kommen wir jetzt quasi so nackt? Okay, es geht auf 800k. Das ist okay. Und wie viel geht durch? Mit Quid nur 700k. Liegt aber auch daran, dass der Rosé als Gott, als Boss-Gegner hier sehr viel Schaden reduzieren kann. Also ihr seht, der Vegeta hat hier nur 950k. Also er kommt schon ziemlich nah an einem modernen Gottlied ran. Zumindest an die Type-Gottlieds, an die Neo-Gottlieds. Das ist, wie gesagt, für so eine Unit ziemlich okay, weil die überall droppen kann. Der Kaioken Blue Goku ist ja ein Doken-Fest-Explosive, eine Doken-Fest-Explosive Unit. Wow, wir machen eine Edition mit ihm, nicht schlecht. Und der Blue Goku kann überall droppen, auch bei einem Turnierbanner überall. Also, er lohnt sich schon mehr. Ich denke auch, dass man ihn eher hat, vor allem wenn man schon lange spielt, als den Kaioken Blue Goku. Und ja... Das war's übrigens schon. Das ging jetzt richtig flott. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, was auch immer es sein wird. Macht's gut und bis dahin. Ciao.